Meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, ich dachte mir, ich drehe heute für euch ein Vorstellungsvideo von meinem Hund. Habt ihr meine anderen Videos ja auch schon gesehen? Ist ja klar. Und heute mache ich meine ganze Vorstellung von ihm. Und ich würde sagen, wir fangen an, ne? Also, der Charlie ist ein Zwergschnauzer. Hierher, dass ihr nur ihn jetzt seht. Oh, jetzt dreht er sich hier. Also, der Charlie ist ein kleiner Zwergschnauzer, aber auch ein Rebell, weil wenn er alleine zu Hause ist, sehr lange, wird er echt sauer und zerfetzt. Viel, sehr viel. Wenn ihr mich gleich anschaut. Und ja, es gibt ja verschiedene Arten von Schnauzern. Es gibt einmal Zwergschnauzer, wie meiner, Mittelschnauzer und Riesenschnauzer. Und die Zwergschnauzer werden bis zu 7 Gramm, also vom Gewicht bis zu 7 Gramm werden. Und das ist ja mein Charlie schon. Und das ist toll. Krass, dass es schon geschafft hat, weil der ist wirklich sehr verfressen. Ja, das sieht man schon so im Bäuchlein. Und der Charlie kann sehr coole Kunststücke. Pass mal auf, Charlie. Hierher. Ja. Aber nur wenn er Leckerlis oder irgendwas kriegt. Bäh. Charlie, auf. 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 Oh. Schlappen? Er hört nur auf Schlappen, auf Pfote hört er nicht. Anderen? Rolle? Oh, super! Ja, das ist ein talentierter Hund. Finde ich jetzt auf jeden Fall. Auch mega knuffig und süß. Aber wie gesagt, sehr einsinnig. Rebellisch, meine ich. Und der Charlie, der ist so ein kleiner Frechdachs in der Früh. In der Früh. Da weckt dann meine Mama immer auf. Und nervt die Mama. Und der kleine Frechdachs, der wälzt sich auch immer da im Dreck aus, wo die ganzen Fetzen sind. Und wenn man das Tor offen lässt, läuft da raus. Läuft nicht. Rennen. Und das macht er jetzt super gerne. Und das ist auch passiert. Aber was er sehr viel lieber macht, ist unsere Nachtschatten am Bett. So nervt ihn wirklich. Fällt das Tor mit ihm an. Aber ich würde mal sagen, die Nachtschatten nervt mich nur. Vielen Dank. Sondern auch mich so ab und nervig von denen. Ich hasse sie. Jetzt raus. Ich glaube, das merkt man auch. Aber auf jeden Fall, man kann sich nicht aussuchen, welchen Nachbarn man haben will. Aber es geht jetzt um einen Hund. Oh, schaut euch das an. Ja, meine Lieben, falls ihr es mitgekriegt habt, ich habe ein Schneideprogramm. Länger, aber habe es nicht so oft benutzt. Nee. Aber ich zeige es euch mal, weil ich jetzt auf die Kamera drehen kann. Ich wäre bei der Pflicht gebraucht. Egal. Hi Leute, ihr seht ein Schneideprogramm, weil meine Kamera konnte ich nie umdrehen. Jetzt schon, ich würde sagen, ich drehe euch zurück. Wie ich da stehe. Ja, ihr habt es gesehen, Schneideprogramm. Und egal, wir fangen mit meinem Hund weiter, aber wohl, wir sind schon fertig. Ich
zeige euch zum Abschluss meinen Hund nochmal und ja. So, sag mal tschüss, Bibi.